Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nicht alleine, heute ist meine herzallerliebste Tina dabei, weil wir ein Paket gekriegt haben von der lieben Tenchi aus dem Discord. Sie hat geschrieben, sie würde uns gerne Disney-Stuff zuschicken für mich und Tina und dann packen wir das zusammen aus. Ne? Und ich habe noch ein paar andere Sachen und das alles nach dem Intro. Jetzt starten wir durch. Schreist du ziemlich. Ja, das macht nichts. So, als erstes starten wir mal mit einer Spende von der lieben Ines, die mich angeschrieben hat. Sie hat ein paar Blu-Rays, die sie abgeben hat, die sie selber nicht guckt. Da habe ich gesagt, nehme ich. Das sind ein paar spezielle Filme. Das ist zum einen Djinn. Ja, am Anfang wurden die drei Elemente erschaffen. Mensch aus Lehm, Engel aus Licht und das dritte aus Feuer. Und dann die, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist die Hartz-IV-Version von The Guardians of the Galaxy, aber ist ein eigenständiger Film im Schuber, The Guardians. Wo ich mich sehr gefreut habe, auf jeden Fall, ist die Armari von Stephen King's S. Hm. Und dann der Hartz-IV-Tor. Stimmt, ja. Ja, Tor 3D, aber halt die nicht der Tor, sondern der es gern wäre. Ja. Aber 3D, ich bedanke mich auf jeden Fall mal für die 4. Coole Sache. Dann habe ich noch einen Brief gekriegt vom Raphael aus der WhatsApp-Gruppe von uns. Der hat wohl einen Fehlkauf getätigt und hat sich Man in Black bestellt aus den USA oder aus England. Die DVD und ich habe gesagt, ich nehme die, finde ich irgendwie cool und interessant. Aber ich sonst keine DVDs mehr sammle. Die englische Version von Man in Black. Hat auch nichts gekostet. Aber jetzt gucken wir uns mal das. Willst du es auch machen? Komm, mach du ruhig. Ich bin mal gespannt. So, ein bisschen ein Mystery Unboxing. Vielen Dank erstmal. Oh weia. Wahnsinn. Okay. Das ist was für die Figur, ja. Das ist was für die Figur auf jeden Fall. Toffifee. Chips frisch. Wie gut das Chips für die Sasiki-Style ist das. Vielen Dank dafür. Dann schauen wir uns mal die DVDs an. Bei Disney sind wir ja nicht so penibel. Da können wir die DVDs vertragen. Ja, die Filme, die sind gut. Da fehlen uns noch einige und ich sehe, dass auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die wir upgraden können. Wow! Mal das schmale rausholen noch. Schreibst du noch halt weg dann. Alles klar. Gut, wir starten. Disney-lastig. Flutsch und weg. Oh, der ist gut. Der ist gut, ne? Ja. Der war lustig. Den haben wir erst vor kurzem gesehen, den letzten, wie hieß der da, der voll verwandelt, Hotel Transylvanien. Eine monsterhafte Verwandlung. Dann haben wir hier Cars, den haben wir auch noch nicht. Genauso wie Cars 2. Finde ich ganz witzig. Ich weiß das, ich habe damals eine Freundin gehabt, wo das Kind, glaube ich, den Film 56 Mal angeschaut hat. Dann haben wir hier ein Double Feature Best of Hollywood. König der Wellen und Jagdfieber. Fehlen uns auch beide, oder? Ja, wir haben halt diese typischen Standardklassiker, Peter Pan. Genau, die ganzen Dinger, da haben wir gar nicht drauf gedacht. Das fehlt uns echt alles noch in der Sammlung. Der auch. Genauso. Habe Kerkeling in Horstschlemmer als Kung Fu Panda. Oh je. Fehlt uns auch. Richtig cool. Sagt er, dann habe ich Rücken. Der Panda hat Rücken. Hafelump. Ein neuer Freund für Winnie Pooh. Oh nein, Hafelump. Wie süß. Ein Elefant. Das ja. Passt ja eh zu dir. Hafelump. Sehr cool. Sollte jetzt vielleicht mal erklären, warum ein Elefant zu mir passt. Nein, ich bin nicht so fett.
sondern. Das habe ich nicht gesagt, das geht ja um mich. Ich mag einfach Elefanten. Ja, stimmt. Aber wir haben hier kaum welche eigentlich, ne, dafür, dass du die so magst. Ja, gut. Das Alvin und die Chipmunks, der Film. Das ist jetzt kein Disney, aber trotzdem cool. Animation geht immer. Und das ist die komische Fortsetzung, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Du wahrscheinlich auch nicht. Planes. Das ist ja praktisch der Fortsetzung zu Cars oder so. Ja, das ist glaube ich so ein... Die tauchen irgendwann mal beim Cars mit auf und das ist so eine jetzt eine eigenständig ausgesourcete Story, glaube ich. Dann auch von Disney. Mensch, wir können ja echt unsere ganze Disney-Sammlung fast vervollständigen. Dankeschön. Ja. Mhm. Bärenbrüder. Haben wir auch noch nicht. Und ein Pixar-Film. Der mit, ist cool. Mit Bonus-DVD sogar. Das große Krabbeln. Mit 5R. Das große Krabbeln. Das ist von DreamWorks. Große, heile, kleine Fische. Ziemlich perverser Zeichentrickfilm schon fast. So ein bisschen. Und der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Kennst du den? Die Kühe sind groß. Ja. Das ist schon älter, das Ding, glaube ich, ne? Die Kühe sind los. Ich meine, ich hätte den schon mal irgendwie gesehen. Zumindest kommen die Kühe, glaube ich, auch in einem anderen Disney wieder vor. Die Unglaublichen. Und last but not least, Tinkerbell und Tinkerbell, die Suche nach dem verlorenen Schatz. Das ist jetzt so ein Film, da kannst du dich alleine hinsetzen, während ich zocke oder Schmalzkringel backe oder sowas. Und ja, Tinkerbell, die beiden Teile. Tenshi, vielen herzlichen Dank für den Stapel voll mit Disney und animierten Filmen. Und Stuff dazu. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir werden uns auch revanchieren dafür auf jeden Fall. Tina freut sich, ich freue mich auch für die anderen Sachen. Und in diesem Sinne wieder mal etwas kürzeres Video. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Ciao. Tschüss.